Hallo und herzlich willkommen. Wie ihr seht, bin ich hier mitten im Schnee. Es hat heute Nacht geschneit und das gar nicht so wenig. Also es dürften schon zwischen 10 und 20 Zentimeter gefallen sein. Jetzt ist einmal kurz Pause und da habe ich mir gedacht, ich nutze diese Pause und gehe mal hinaus. Ich nehme euch mit und dann schauen wir mal, ob wir da ein paar Fotos schaffen heute. Einen für mich interessanten Spot sehen wir hinter mir. Den werde ich jetzt gleich fotografieren. Das schauen wir uns dann direkt über die Kamera an. Worüber ich mit dir da jetzt konkret noch sprechen möchte, ist generell das Fotografieren bei Schnee. Da haben wir ja immer gleich einmal das Thema, dass der Schnee relativ grau wirkt. Ja? Womit hat das zu tun? Das hat gerade, wenn man mit Automatikmodus funktioniert, fotografiert, damit zu tun, dass es sehr, sehr, sehr weiß ist und sehr, sehr hell ist und der Automatikmodus von der Kamera dann automatisch runterregelt. Das heißt, es wird das Bild im Grunde abgedunkelt, weil die Kamera der Meinung ist, es ist jetzt einfach zu hell und deswegen erscheint der Schnee relativ grau. Wie kann man dem entgegenwirken? Im Endeffekt gibt es zwei Möglichkeiten, wie man dem entgegenwirken kann. Das eine ist, man fotografiert im manuellen Modus. Ja? Das heißt, ich als Fotograf oder als Fotografin, ich stelle wirklich alle Einstellungen selber ein. Ich stelle die Blende ein, ich stelle die Belichtung ein, ich stelle die ISO ein und kann mir das Licht so richten, wie ich das möchte. Natürlich muss auch der entsprechende Weißer gleich passen. Oder aber ich fotografiere in irgendeinem Automatikmodus oder Halbautomatikmodus und habe die Möglichkeit, über die Belichtungskorrektur das Bild einfach heller zu drehen. Ja? Das heißt, ich kann dann nach oben korrigieren und ich korrigiere um plus 1 oder plus 2 nach oben. Das muss man dann je nach Situation ausprobieren und kann so dieses Grau aus dem Bild rausnehmen. Ja? Und der Schnee wird dann wirklich weiß und das Bild ist hell und das passt im Grunde alles. Was man noch tun kann oder was ich natürlich auch empfehle, gerade wenn es um Schneefotografie geht, ist, dass man wirklich mit RAWs fotografiert. Das heißt, dass man die Fotos im RAW-Format aufnimmt, weil man dann natürlich in der Post einfach die Möglichkeit hat, dass man bestimmte Korrekturen macht. Das heißt, man kann den Weißabgleich anpassen, man hat viel mehr Möglichkeiten, ne, das Foto zu verändern. Wenn ich jetzt wirklich die Fotos nur als JPEG speichere, dann habe ich das Problem, dass bei JPEG ein komprimiertes Format gespeichert wird. Das heißt, es geht durchs Abspeichern im JPEG-Format schon sehr, sehr viel an Informationen verloren. Und diese Informationen kann ich natürlich nicht mehr zurückholen. Im RAW-Format habe ich diese Informationen und damit kann ich einfach arbeiten. Und das sind Dinge, die sollte man da schon bedenken. Muss man wahrscheinlich ein bisschen ausprobieren. Aber ich glaube, da hat man den Schnee, den Schnee, den hat man den Dreh relativ schnell raus. So, ich habe hier schon einmal einen ersten Bildausschnitt gewählt. Das sehen wir hier schon an der Kamera. Mir gefällt das mit den Bäumen sehr gut und vor allem auch der Schnee auf den Bäumen. Das können wir uns dann auch so in echt anschauen, so wie das da aussieht. Und ja, sind einfach ein bisschen näher rangegangen. Das Ganze heute einmal ausnahmsweise mit einem Stativ. Ich gehe einen Schritt zurück, damit ich dir das zeigen kann. Da steht sie drauf. Und das Ganze dann natürlich mit dem Selbstauslöser, damit wir tatsächlich keine Verwackelungen drin haben und die Bilder oder das Foto sauber aufgenommen wird. Was die Fotografie im Schnee oder generell bei kaltem, feuchten Wetter anbelangt, habe ich natürlich noch einen Tipp für dich. Und zwar würde ich mir im Vorfeld schon ganz, ganz gut überlegen, wo fahre ich hin oder wo gehe ich hin und welche Fotos möchte ich machen. Ne? Dadurch habe ich die Möglichkeit, dass ich im Vorfeld schon das richtige Objektiv auswähle und deswegen unterwegs
kein Objektiv mehr wechseln muss oder wirklich nur in seltenen Fällen. Das, was wir natürlich im Winter haben oder wenn es Schneefall gibt oder gerne auch im Regen, ist natürlich Feuchtigkeit. Ja, Feuchtigkeit ist für die Kamera selber nicht so gut. Feuchtigkeit ist natürlich dann ganz, ganz schlecht, wenn wir die auf den Sensor oder in das Kameragehäuse bekommen. Und immer wenn wir das Objektiv von der Kamera nehmen, laufen wir natürlich Gefahr, dass Schnee, Flocken, Wasserspritzer, was auch immer, in die Kamera hineinkommen, auf den Sensor gelangen und so. Und dann natürlich halt auch entsprechend die Bildergebnisse beeinflussen. Deswegen, wie gesagt, einfach überlegen, welche Art von Fotos möchte ich machen. Natürlich, wenn es nicht anders geht, muss man das Objektiv wechseln, keine Frage. Aber wenn man sich da im Vorfeld Gedanken macht, dann kommt man wahrscheinlich ganz gut ohne Objektivwechsel aus. Und es bietet dann natürlich auch eine entsprechende Sicherheit für die Kamera, für das eigentliche Gerät, plus auch natürlich auch für die Qualität der eigenen Fotos. Hier sehen wir, dass nicht nur die Fotografen schon fleißig unterwegs sind, sondern durchaus auch schon die Langläufer, die Langlaufskis ausgepackt haben und das Wetter nutzen für eine kleine Runde am Nachmittag durch den Schnee. So, da hinter mir, nämlich ganz genau hier, geht ein kleiner Forstweg hinein in den Wald. Es geht aber ein kleines Brückerl, geht es da hinein. Und diesem Weg möchte ich folgen und ein paar Detailfotos im Wald aufnehmen. Ich denke mir, dass gerade so Äste und Schnee, dass sich da ganz gute Kombinationen finden lassen. Und das schauen wir uns jetzt gemeinsam an. So, bei dieser Brücke müssen wir ein bisschen aufpassen. Die ist gar nicht so ohne. Da geht es nämlich hinunter. Und da kann man sich dann doch wehtun. Aber wenn wir hier nach links blicken, dann sehen wir hier ein kleines Bacherl. Und ich denke, das dürfte für ein Foto ganz gut geeignet sein. Da werden wir uns kurz umschauen und ein Foto machen. Einen kleinen Tipp habe ich noch für dich. Und zwar geht es um das Thema der Akkus. Wenn man draußen im Kalten unterwegs ist, so wie halt jetzt beim Schnee, ne, dann hat es eine negative Auswirkung auf die Akkus und auf die Leistung, die sie bringen können. Das heißt, da kann es schon mal vorkommen, dass man einen neuen Akku in die Kamera steckt und draufkommt, der ist ja eigentlich schon fast wieder leer. Und nach ein paar Fotos gibt er den Geist auf und das war's dann. Deswegen empfehle ich, die Akkus immer sehr nahe am Körper zu tragen. Das heißt idealerweise irgendeine Innentasche der Jacke, damit die Akkus immer schön warm bleiben und ihre Leistung auch tatsächlich erhalten und du keine schlechten oder negativen Überraschungen erlebst. Weil sonst machst du 2-3 Fotos und der Akku ist leer und dann musst du nach Hause gehen. Das wäre schlecht. Thank you.
Also, das war's für heute. Ich hoffe, da war der ein oder andere Tipp dabei, der dir hilft. Und vielleicht auch das ein oder andere Foto, das dir gefällt. Und wir sehen uns auf jeden Fall beim nächsten Mal. Bis dann.